So, damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Forza Horizon 3. Wir sind hier zurück mit unserem Web da, dem man hier so, sagen wir mal, in diesem kleinen Berg so ein bisschen Scheiße bauen kann, ein bisschen Spaß haben kann. Haben wir ja kurz am Ende der letzten Folge noch schnell mal gemacht. Aber hier kann man anscheinend doch ein bisschen geiler rumböllern. Und wir haben ja auch noch einen PS, den wir gleich mal mitnehmen werden. Und da oben ist ein Schild. Da oben drauf. Da oben drauf, okay, da weiß ich schon mal, dass wir hier auf jeden Fall gut schwungen müssen. Aber da ist ein wunderschönes 20.000 XP-Schild. Ja, das hätte ich auf jeden Fall gerne. Da sage ich nicht nein zu. Da drüben ist auch noch eins. Das holen wir uns auch mal schnell. Und wir haben eine Fahrspaßliste, oder ne, eine Löffelliste hier, so rum. Aber auch ein 5000 XP-Schild. Nehmen wir natürlich auch nicht mehr mit. Was mir aufgefallen ist bei dem Kollegen, weil wir haben es ja letztes Mal gewundert, so als er ins Ziel gefahren ist, warum sind die Lichter denn so gelb? Warte, ich bremse mal. Warte. Kein Scheiß, das sind die Bremslichter. Also, beleuchten die auch im Dunkeln? Also, wenn es dunkel ist, leuchten die dann auch ganz normal als Scheinwerfer oder sind das wirklich nur Bremslichter? Aber das ergibt ja gar keinen Sinn. So, wenn jemand vor dir fährt und du in die Eisen steigst, muss er wissen, dass du bremst. Du blendest ihn ja voll der Mitte, wenn du in die Eisen steigst. Ich verstehe, ist das richtig so? Es ist wirklich richtig. Ich habe keine Ahnung. Sind beim Web da die Bremslichter vorne? Hat der auch vorne Bremslichter? Ich weiß es nicht. So, wir werden mal versuchen, diesen Berg hier hochzuklimmen. Danach machen wir mal die Löffelliste, weil ich will diese EP-Schild haben. Okay, wir müssen hier Schwung holen. Oh Gott. Gucken wir mal, ob wir das hinbekommen. Ja, das sollten wir hinbekommen. Ein bisschen hier Schwung holen, das geht. Okay, brauchen auf jeden Fall deutlich mehr Schwung und vielleicht auch ein anderes Fahrzeug. Ich will es eigentlich mit dem Raptor probieren, aber ich glaube, der Raptor wird mir leider mit der Leistung sagen, hast du einen in der Klatsche, wie hast du dir das vorgestellt, das Gewicht mit der Leistung so hoch zu heben? Aber wie macht man das denn hier mit viel? Das ist ja tricky, tricky. Ja, da braucht man auf jeden Fall mehr Leistung. Also mit dem kannst du das knicken, aber ich will da auf jeden Fall hoch. Ich will den Schild haben. Theoretisch können wir auch auf das Dach hier springen mit ein bisschen Sprung, aber... Okay, müssen wir uns aber hier merken. Wir brauchen einen Wagen mit mehr Leistung, um da drauf zu kommen, das Schild einzusammeln. Weil das, was wir haben, 20.000 XP, ist schon sexy. Weißt du, was ich sagen? Ab geht's, Löffelliste Nummer 9. Dann wollen wir mal. Mal gucken, was da so Schönes gibt. Fahren einen schönen Bowler. Ja, damit kann man auch gut Offroad fahren. Protzen Sie bei der Goldmine in einem Bowler EXRS mit Ihren Fähigkeiten. Okay, ich würde mal sagen, protzen können wir. Wir sind der Boss. Allein mit dem Ausspruch protzt man schon genug. Und ich glaube, mit dem Ding sollte das kein Problem sein. Fähigkeiten ziehen. Okay, was heißt das? Einfach nur Punkte sammeln. Na gut. Huppi! Ab geht's. Dann wollen wir mal. Ja, so, wir haben hier genug Möglichkeiten, die Karre wild rumhüpfen zu lassen. Also, warum nicht? Spricht hier an sich nichts gegen. 50.000 Punkte dürften relativ gut machbar sein. 10.000 haben wir schon mal. Da sollten aber die 5.000 auch kein Problem sein. 50.000 auch kein Problem sein. Einfach ein bisschen mal zerstören. Ich kann ein bisschen querschmeißen. Ein bisschen ins Wasser böllern. Alles Mögliche. Wir haben ja ein relativ großes Gebiet, wo wir hier ein bisschen Scheiße bauen können. Also bietet sich das auf jeden Fall an. So. Wie viel Zeit haben wir denn? Noch eine Minute. Okay, ein bisschen zulegen müssen wir auf jeden Fall. Was? Die Schilder waren jetzt so hart, dass man die Punkte nicht gewählt hat? WTF! Normal kannst du durch solche Zäune keine Punkte verlieren. Das ist ja assi. Wenn ich zu stark aufhalten, verlierst du den Score. Das ist kacke. Ich glaube, dann dürfen wir das Spiel auf jeden Fall nochmal neu starten, weil das werden wir dann nicht in einem Vorgang schaffen. Würde mich arg wundern. Wäre sehr komisch, dann haben wir uns leider überschlagen. Damit hat sich das auch erledigt, ja. Ja, ich glaube, können wir direkt neu starten, oder? Ja, das können wir direkt neu starten. 36 Sekunden werden wir leider nicht mehr 40.000 Punkte machen. Okay, das ist auch immer noch ein bisschen anspruchsvoller. Merkt man den Zäunen nicht die ganze Zeit draufhalten, sobald es zu viele sind, stoppt das den Wagen zu sehr und man verliert leider deine Punkte, okay. Und wichtig ist es, glaube ich, den Multiplikator hochzuhalten, weil das ist, glaube ich, das, was hier einem die wichtigen Punkte bringt. Also Sprünge, Sprünge, Sprünge. Vier Sachen, wie nur geht, nacheinander weg. Also viel es geht mitnehmen. Ja, die Karre mehr schmeißen, wo wir noch können. Um den Multiplikator hochzuböllern. Aber wie gesagt, das ist die Sache, die uns am Ende die nötigen Punkte bringen wird. Den Sprung mitnehmen, sehr gut.
Nicht überschlagen. Boah, Glück gehabt. Sehr viel Glück. Gute Fähigkeitenkette, sehr gut. Ja, wir haben schon mal gute Punkte gerade. Jetzt haben wir gerade eine schöne Kette. Müssen wir jetzt nur noch hochhalten irgendwie. Webster. Ja gut, gleich haben wir es. Gleich haben wir es. Ja, wir haben es jetzt glaube ich schon. Es dürfte schon 50.000 Punkte sein. Ja, sehr gut. Damit haben wir es hinbekommen. Jetzt darf ich es nur nicht mehr verkacken, dann haben wir es. Sehr gut. Bam, bam. Das nennt sich eine schöne Fähigkeitskette. So kann die Folge beginnen. Sehr gut. 38.000 Punkte, knapp drüber, würde ich mal behaupten. Und das machen wir natürlich alles hier wieder für die Fans, nicht die restlichen Sachen. Wir wollen natürlich Fans haben und... Ah, nein, noch nicht 26, 507 EP. Ach komm schon, ehrlich. Das muss ich ja nicht mal mein Schild umfahren für. Aber wir haben das nächste Schaurennen frei. Bam. Das war ja auch das Ziel für die heutige Folge. Und bei 1 Million Fans gibt es die Festival... Alter, das dauert ja auf jeden Fall noch ein bisschen. Aber da gibt es die nächste Festivalerweiterung. Sehr cool. Oh, jetzt gibt es das neue nächste Schaurennen. Hoi. Das letzte ist lange her schon wieder. Also mit dem Zug ist schon lange her. Die Schaurennen, die dauern echt ein bisschen, bis man die wieder freischaltet. Finde ich aber ganz geil. Dadurch freut man sich so ein bisschen drauf. Dadurch sind die ein bisschen was, sind die auf jeden Fall was Besonderes. Und nicht irgendwie, na, ja, wir fahren mal wieder ein Schaurennen. Ach, es ist schon wieder eins. Ach, wir haben schon wieder ein Schaurennen freigeschaltet. Mit Forza 2 ging das auch viel schneller. Willst du ein weiteres Schaurennen bestreiten? Das hier war meine Idee. Ich musste mich dafür wirklich ins Zeug legen. Aber sowas hat das Horizon noch nie gesehen. Deshalb sind wir ja schließlich alle hier. Das ist die Startlinie. Sag einfach Bescheid. Ja, würde ich mal sagen, Schaurennen, Flussrennen, ja, haben sie ja schon angeteasert. Bei nächster Gelegenheit. Und wir haben einen neuen Punkt bekommen. Und was ich gerade gesehen habe, habt ihr gerade mal gesehen, wie viel Scheiß, da haben sie ja geteasert mit den Speedboats. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das abläuft. Habt ihr mal gesehen, wie viele Fans das bringt? Das bringt 410.000. Und wir haben uns, ich habe mich gerade gefragt, so, oh, bei 1 Million Fans, das dauert ein bisschen, bis wir die nächste Festivalerweiterung haben. Aber das scheiß Rennen, wenn wir das gewinnen, bringen 410. Wir brauchen 413, wenn wir uns gut anstellen. 410 plus sogar. Also von daher, damit schalten wir die nächste Festivalerweiterung schon frei. Krass, Alter, das bringt ja übelst viel Fans. Aber wir haben auch einen neuen XP-Punkt, den dritten, den wollte ich jetzt sowieso mal einlösen, weil wir ja hier vorne ein bisschen was machen wollten. Ja, nehmen wir das doch einfach, ist doch scheißegal. Ich muss nur das da drüber freikriegen. Genau, das wollte ich haben. Ein sehr schöner Prämien-Data, wodurch sie leichter zu erkennen sind. Okay. Brauchen wir auch nochmal drei. Okay, sehr gut. So, dann ballern wir drüber. Das EP-Schild lassen wir ja erstmal EP-Schild sein, aber wir ballern natürlich Gravel ein, den Raptor haben wir nicht umsonst dafür. In 200 Metern rechts abbiegen. Upsa. Ist ja dafür perfekt geeignet, um hier mal ein bisschen quer drüber geböllert. Wow. Sehr gut. Das hat sich gar nicht jetzt mitgerechnet. Ein bisschen, sagen wir mal, noch höhere Federung weg. Warte, können wir dem die Federung einstellen? Das wäre natürlich brutal geil, wenn das serienmäßig schon geht. Würde ich behaupten, geht nicht. Geht! Ist schon komplett hoch. Scheiße. Ja. Okay, geht nicht höher. So. So. 6 Kilometer, sagt er. Mal gucken, wie viel das Gravel ein ist. Dürfte mal schneller da sein. Und ich bin sehr gespannt, was wir für ein Fahrzeug haben, um gegen Boote anzutreten. Wir treten gegen fucking Boote an. Aber es ist anscheinend das Rennen des ganzen Festivals, wenn wir 400.000 Fans damit gewinnen können, Alter. Oh, der hat gegen Boote gefahren. 400.000 Leuten gefällt das. Okay, der Raptor überschlägt sich echt leicht. Das ging ja... Hammer, danke. Das ging mir aber vor 2002 schon auf den Keks. Das Ding war echt sehr überschlagsgefährdet. Dabei haben wir hier die geilen Dünen. Der Bam. Die muss man ja wohl mitnehmen. Wir könnten zwar über die Landebahn fahren, aber es wäre langweilig. Ich fahre ja keinen Raptor, um das Ding über die Landebahn zu pesen. Das Ding schön durch die Dünen hier. Brauche ich natürlich irgendwas mit ein bisschen mehr Federweg. Also der Raptor ist zwar geil, aber es ist natürlich jetzt kein reinreißiger Rennwagen dafür. Die gibt es ja als Rennversion, gibt es den ja hier im Spiel nochmal. Ich denke mal, der wird auch ein bisschen geiler hier nochmal für die Dünen sein. Aber der ist jetzt auch nicht verkehrt. In 400 Metern rechts abbiegen. Nee, wenn das Ding da hinten geradeaus ist, fahre ich sicher jetzt auch nicht rechts. Wir fahren schön geradeaus weiter, so sieht's aus. Rechts abbiegen. Vollgas. In 200 Metern links abbiegen. Nö. Das Ziel ist geradeaus, ich biege nicht ab. Hier wird einfach das Gas durchgedrückt und gewinnen. Boah, eine Aussicht hier, ne? Also das ist schon geil. Das ist schon sehr geil. Ich denke mal, da drüben ist das Rennen schon, ey. 4 Kilometer normale Straße müsste ich dafür fahren. Oh, ich habe mir schon eine Scheune gespoilert, glaube ich. Werde ich eh wieder vergessen haben, aber hier ist eine Scheune. Das ist eine Scheune, aber mit Sicherheit ist das eine sogar. Okay, wir haben eine gefunden. Da wissen wir ja schon mal, wo die ist. Warte, wo ist das Ziel? Was ist das Ziel heute? Jetzt sehe ich nicht mehr da vorne. Scheiß Bäume sind im Weg. War weg da. In 100 Metern links abbiegen. Nein, fahren in Raptor, da gibt's keine Straße. Meine Fresse, auf damit, Anna.
Querfeld eingeballert. Nichts anderes. So, da ist der Fluss. Ist schön. Baller mal mit durch. So. Gar kein Problem. Wir können theoretisch auch mit dem Raptor gegen die Boote antreten. Und das im Wasser. Bitch, please. So, ich muss nur kurz gucken, dass ich hier noch vernünftig durchkomme und dann sind wir doch schon. 6 Kilometer, ein Scheiß. Moinsen. Nein, ja, ich wollte den Raptor im Flussbeck parken. Habt ihr ein Problem damit? Das ist ein Raptor, den darf man da parken. Dann wirst du doch trotzdem nicht nass, wenn du aussteigst, weil er so hoch liegt, dass die Fahrerkabine. Ja, du wirst nicht nass, das wusste ich. Das war Absicht. Der Wagen ist mir nicht den Hang runtergerutscht und beabsichtigt? Nee. Jetzt bin ich mal gespannt, was wir für ein Fahrzeug bekommen, um gegen scheiß Speedboats anzutreten. Flussrennen. Okay, den Wagen kennen wir. Ich dachte mir so, was ist das schnellste Ding auf Erden ohne Flügel oder Räder? Du fährst gegen eine Powerboot-Staffel. Gern geschehen. Kira nimmt auch manchmal echt Drogen, oder? Die Frau muss sich echt... Blamier mich bloß nicht. Ja, die hat Drogen. Das war jetzt auch stimmt, von denen dabei waren. Nächste Fähigkeit, Punkt 3, sehr gut. Ich brauche jetzt Rockmusik, warte mal. Alter! Ich brauche auch Rockmusik zu sowas, Alter, das eskaliert hier gerade. Ich fahre gerade echt mit dem im Wasser, ist das geil. Nein, ich will den Sprung cool haben, der Sprung muss cool sein. Ich kann jetzt nicht in die Wand knallen, das ist jetzt keine Möglichkeit, das geht nicht. Gerade, bitte, danke. Wuppi! Ist das geil. Ist das geil gemacht mit den Speedbooten. Die könnten jetzt auch noch Flugzeuge, beim nächsten vorzuweisen, erwarte ich aber auch Flugzeuge, die man fliegen kann und Boote, die man fahren kann. Das ist jetzt für mich so eine Sache, die man sich selbst jetzt hier reingeworfen hat. Die müssen jetzt auch im nächsten Spiel müssen spielbar sein, die will ich haben. Die sind wir ja schon mal gefahren, aber der ist jetzt für so eine enge Strecke echt nicht so geeignet. Einfach alle ummieten, das ist den kompletten Latte, dass da gerade irgendwas steht. Was? Da standen Schilder? Ja, gut. Ansichtssache finden wir. So, schön dranbleiben, schön dranbleiben. Und wieder hinterher. Moin, Jungs. Komm, zieh. Nicht Leistung verlieren. Komm. Yes. Schön am Gas bleiben. Das war eine geile Strecke, die wir hier fahren dürfen. Ich mag nicht laune mit dem Teil. Uppa. Moin Jungs, wieder dran. Ist das geil in Senior. Also die Schauerrennen, da haben sie echt die Vogel mit abgeschossen. Die sind so viel besser als die vorherigen Teile nochmal. Das ist wirklich echt krass. Das ist wirklich ein neuer Level, den sie erreichen. Alter, ist die Kurve eng. Ist die fies eng. Wow, was? Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass die beiden drüber springen. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. WTF. Okay, ich nehme meine vorherigen Aussagen nochmal zurück. Das ist ja noch geiler, als ich es mir ausmalen konnte. WTF, ist das krass. Also die Schaurennen, Dragon Games, Chapeau, sind die geil. Kommt sie! Yes, trotzdem geworden. Bam. Wir sind auch nicht gut gefahren. Ich habe echt Probleme gehabt, weil die Strecke manchmal so eng war. Gut gefahren, Boss. Ich wusste nicht, dass die über dein Auto rüberspringen würden. Ich hätte ansonsten deine Versicherungssumme erhöht. Aber hey, alles gut gegangen. Du hast es offenbar überlebt. Ey, ich habe das Rennen nur veranstaltet. Wie konnte ich denn so wissen, dass sie über die Brücke springen? Die Rampen? Nein, die Rampen habe ich da nicht platziert. Nein, das war wer anders. Das war ich sicherlich nicht. Ja, Kira. Die Frau hat echt einen Drogenrausch. Meine Fresse. Aber ich mag den Drogenrausch, der ist okay. Den kann sie gerne, auf dem Trip kann sie gerne bleiben. Das ist schon Blue Sky. Erfahrungspunkte. Alter. Ja, nee, ist klar. Beste Wartung bereit. Ja, echt, sag an. Nee, ist klar. Echt,
Wir haben einfach mal 5 oder 10.000 Fans damit gemacht. 5 oder 10.000. Alter. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das hat sich gelohnt. Wie gesagt, ich habe es gedacht, nächste Festleitung, das dauert ein bisschen, aber... Nee, du musst anscheinend nur ein Rennen gegen Boote fahren. Die Leute eskalieren direkt. Da sind plötzlich über 500.000 Leute, denken sie so, wow, hallo, der Typ ist Hammer. Ich habe große Pläne für die nächste Festivalerweiterung. Ich verrate nur so viel. Hüpfburg. Wow, Entschuldigung. Ich bin erwachsen, das reizt mich gar nicht. Eine Hüpfburg, also das ist ja total infantil. Wer will denn sowas? Ja, wo will ich die Hüpfburg platziert bekommen? Entweder in Surfers Paradise, da unten. Oder ich könnte jetzt mal zum Byron Bay runterballern, weil dann hätte ich wenigstens alles auf Stufe 3. Das ist irgendwie so die Sache, die ich gerne hätte. Ich hätte gerne alles gleichmäßig ausgebaut. Das ist ja irgendwie so der Ansatz, den ich habe. Ja, wisst ihr was? Wir fahren mal wieder nach Byron Bay runter. Ja, wir fahren mal nach Byron Bay runter. Ich will alle Sachen auf Stufe 3 haben. Ich will es gleichmäßig ausgebaut haben. Du solltest dich mal zum Flugplatz begeben. Wir haben soeben das erste Autotreffen vom Horizon Australia eröffnet. Alle hier warten auf deinen großen Auftritt. Was? Autotreffen? Offenbar steht in einer nahegelegenen Scheune ein Klassiker rum, der Staub ansetzt. Das klingt für mich nach unsäglicher Verschwendung. Wie siehst du die Sache? Sehe ich allerdings auch. Ja, meine Fresse! Hört doch auf, nur zum Sachen entgegen zu ballern. Jetzt ist ja mal gut hier. Schön, was Slaptrain gewonnen hat. So, jetzt mache ich gleich meine eigene Musik wieder an, weil da kann mir jetzt keiner reinquatschen. Okay, wir sollen das Festival erweitern? Ja. Erster Punkt. Dann sollen wir da hinten hinkommen, weil da ein Parkplatz ist. Wegen hier... Autotreffen Flugfeld. Fordern Sie andere Spieler zum Beschleunigungsrennen heraus oder sehen sich Ihre Design Tuning Nets. Das sind die Autotreffen, die es auch bei Forza Horizon 2 gab. Die sind jetzt erst freigeschaltet worden. Da werden wir gleich auch mal kurz einen Besuch abstatten. Also, wir fahren jetzt erst zum Scheunenfund, suchen die Scheune. Dann ballern wir runter nach Byron Bay, erweitern das. Und dann fahren wir hoch zum Flugplatz, um das scheiß Ding da zu machen. Haben wir das? Gut. Jetzt mache ich auch wieder meine eigene Musik an. Weil ich dann keinen Radiomoderator habe, der mir da reinquatscht. Und ich kann trotzdem Musik hören. Bam, bam. Und da verrät mir, wisst keiner, was es ist. So. In 200 Metern rechts halten. Rechts halten. Das Lied nicht. Manche Lieder lernen, wie auch immer. Zweite Ausfahrt nehmen. Okay, nehmen wir die andere Playlist. Irgendwie laden die Lieder gerade nicht. Ich muss mal echt checken. Also, die sind ja drin, aber irgendwie hat er manchmal echt Zicken, die ganzen Playlists zu laden. Wieso auch immer. Ich verstehe das selbst nicht so ganz. Da. Ja, dann haben wir die wieder rein. Kurz aus, wieder an. Jo, der Bus ist eiskalt. Hier wohnt den Hammer von der Straße. Na, kommt Musik? Ja, sehr gut. Wir haben Musik, optimal. So, dann ballern wir mal rüber, holen den Scheuen vom Mal. Dann fahren wir, wie gesagt, runter nach Byron Bay, upgraden das auch auf Level 3, weil ich will es alles so gleichmäßig abgegradet haben. Und dann, ja, fahren wir rüber zum Parkplatz. Boah, Alter, das ist halt, wir ballern halt in einer Folge gefühlt 50 Mal über die ganze Karte. Warte mal, ist das der Scheuen, von dem ich gerade war? Nee, da war hinten bei dem Flugplatz war einer. Gut, aber hier ist eine andere dann. Ah, hier links ist ein Feldweg. Ich fahr da mal schon mal rein. Scheiß drauf, wir machen mal kurz die Route weg. Da ist nämlich ein Feldweg. Ich habe schon das blöde Gefühl, da wird zu sein. Oder hier, da waren wir nämlich noch nicht. Da ist so eine Kante drin. Da sind auch ein paar Häuser. Die wird mit Sicherheit auf einem dieser Nebenwege sein. Mit großer Sicherheit. Oh, schönen Schotterplatz habt ihr hier. Ah ne, das ist gar kein Schotter, das ist... Blumen. Oder was auch immer das ist. So, da ist es schon mal nicht. Ich baller mal hier rüber, weil da kann ich es mir nicht gut vorstellen. Die sich hier übt, irgendwo in einem der Nebenwege befindet. Also dem hier. Na, schauen wir mal. Und das Gute ist, durch meine eigene Musik kann ich hier halt auch anhaben während der Fahrt, weil da ist kein Radio-Moderator. Das ist ganz geil. Hier ist schon mal... Nee. Hier auch nicht. Hier ist hier auch nicht. Okay, dann gucken wir mal ganz kurz weiter auf die Karte. Da vorne ein Zipfel könntest du noch sein, theoretisch. Baller mal geradeaus weiter. Ich fahre auf jeden Fall mal querfeld ein. Das auf jeden Fall. Die wird irgendwo dann sicher wieder irgendwo in den Feldern oder auf im Wald versteckt sein. Alles umnieten, Moinsen. Unten vielleicht. Ne, hier ist auch nicht. Aber wir haben eine Straßendecke, hier ist auch was. Vorne nehmen wir die Glee auch nochmal kurz mit, die Straße. Upsa. Hier ist ein Teil. Ja, gut, wo könnte es jetzt sein? Die könnte jetzt relativ viel überall sein.
Vielleicht fahre ich auch einfach Blut drauf zu, wäre auch ganz lustig. Eine Scheune? Natürlich ist es ein Baum, der nicht umfahrbar ist. Ich hatte die Hoffnung, dass ich den ummieten kann, ging nicht. Hier ist eine Fahrspasse, ist aber keine Scheune, ne? Okay, jetzt gucken wir mal ganz kurz auf die Karte. Oh Gott, hier unten ist ja noch Wald, stimmt. Wir drehen mal komplett um, wir fahren mal hinten in den Wald rein, da könnte es nämlich auch sein. Ist auf jeden Fall schon wieder ein bisschen besser verdeckt als die letzten. Die letzten waren halt echt einfach nur an am Rande eines Wegs, das war halt für den Arsch. War halt nicht schwer zu finden. Dafür brauchst du keinen dummen Radiomoderator, der das alles erzählt hat. Ein bisschen umschauen hier. Ich kann nämlich jetzt hier irgendwo einfach mit drin stehen. Theoretisch. Auch mal in die Richtung hier mal ein bisschen am Rand entlang. Da machen wir mal ein bisschen hier rum. Irgendwo ist es sicher. Hier ist schon wieder ein bisschen zu viel freie Fläche eigentlich für eine Scheune. Da vorne, das sind normal die Häuser. Das ist nicht. Ich fahre jetzt einmal kurz so ein bisschen außen am Rand ab. Dass ich es bei Glück dadurch finde. Dammit. Ich hab nur auf die hintere Bäume geachtet. Die waren nämlich umliebbar, nur der Kollege nicht. Ja, gute Frage. Wo ist die denn? Wo bist du, liebe Scheune? Kann die nämlich auch hier noch an dem Rand sein, weil das gehört nämlich noch in den lila Kreis rein. Hier irgendwo was? Mal na, Hallöchen, ist hier was? Oh Gott, ich fahre auch immer gegen jeden Baum. Ne, hier ist sie nicht, ne? Ne, hier ist keine Scheune, so viel ist sicher. Puh, okay, die ist jetzt schon mal ein bisschen schwerer zu finden. Die haben sie schon mal ganz gut versteckt, weil ich bin einfach zu blöd und finde es einfach nicht. Das kann auch sein. Die ist trotzdem wieder sicher mega offensichtlich, aber ich übersehe es einfach nur. Wo bist du, Scheune? Ich fahre jetzt gerade einmal kurz den Rand ab, nur mal kurz da sicher zu gehen, dass die hier nirgendwo am Rand steht. Dass ich es einfach übersehen habe. Okay, kurz ein bisschen durch. Wo bist du, Scheune? Wo bist du? War so klar, dass da Bäume zwischen sein müssen, die ich nicht umfahren kann. Ja, ja, ich fahre gleich zum Festival, gewinnen immer noch. Kein Scheiß, wo ist denn die? Da vorne ist was. Bist du das? Ja, da ist sie. Och Gott, gefunden. Jetzt mal kein Scheiß, wo bin ich? Oh, ich bin aber echt knapp dran vorbeigefahren. Ich war immer in der Gegend hier. Ja, hab ich sie doch. Geht doch. Katsching, da ist sie. Ja, der Raptor ist genauso hoch wie die Einfahrt. Nice. So. Möchtest du das übernehmen? Du hast es ja trotzdem einfach gemacht, aber ist okay, danke, dass du fragst. Das ist ein Lamborghini, ob du es glaubst oder nicht. Der LM002 sollte ein Luxusschlitten für den Offroad-Einsatz sein. Der hier wurde wohl zu hart durch den Schlamm geritten. Die Aufhängung ist hinüber. Respekt, bei dem LM002 die Aufhängung kaputt zu machen, da muss man es aber echt provozieren, um das Ding vor der Klippe zu schmeißen. Ah, jetzt sind die Scheinwerfer auch an. Und wenn ich bremse, gehe ich doch mit in die Werkstatt, tausche die Federn aus, mache ihn sauber. Dauert nicht lange. Ah, ja, wenn ich bremse, werden die trotzdem nochmal heller. Das ist ja geil. Also das ist anscheinend doch richtig. Okay. Keine Ahnung, wusste ich nicht. Ist mir neu gewesen. So, wir ballern mal rüber nach Byron, runter nochmal nach Byron Bay zum Ende der Folge. Und wir werden da noch... Bei nächster Gelegenheit wenden. Ah ja, wir müssen... Welche Richtung muss denn Byron Bay? In welche Richtung? Da fahren wir auch so hin. Müssen wir da in die Richtung mehr halt noch das Festival ausbauen. Dann fahren wir, glaube ich, die nächste Folge hoch zum Parkplatz und schauen nochmal vorbei. Was wir sind in einer nächsten Folgen.
Da ist aber viel rumgefahren, wir haben heute echt viel Rumfahrerei, aber mit dem Raptor hat das echt Laune gemacht, weil das Ding halt wirklich schön aufrumpelern kann. Ich werde mir auf jeden Fall nochmal die Rennversion davon holen, die will ich unbedingt noch haben hier im Spiel, weil die gibt's ja auch. Und ich denke mal, die sollte uns noch ein bisschen mehr entgegenkommen vom Fahrverhalten her. Fahre ich in die richtige Richtung noch? Ja, ungefähr. So, ein bisschen weiter nach rechts gleich mal. Upsa. Ups, ja, okay. So, wir gucken, hier vorne müssen wir auf die Straße. Weil anders werden wir da auch nicht rüberkommen. Über den Berg kommen wir leider nicht, weil der ist, glaube ich, wirklich, soweit ich weiß, nicht befahrbar. Der fällt auch ein bisschen zu krass. Stimmt, wir haben nämlich in der Demo, ich das mit Ray ausprobiert, ob man hier hoch kann. Das ist, glaube ich, der Berg. Scharf links abbiegen. Da sind wir schon mal auf dem richtigen Weg. Hier müsste der schon mal ein bisschen mehr Leistung einbläuen, weil der richtig Bums hätte. Ich glaube, da kannst du richtig Spaß mit haben. Du musst vielleicht für die nächste Folge auch mal vornehmen oder so, dass wir dem Wagen mal ein bisschen Leistung geben. Dann komm hoch jetzt hier. Oder wir gucken einfach mal, ob wir die Rennversion einfach mal holen. Können wir ja auch stattdessen machen. Und der dann noch Leistung geben. Hallo, Nu. Ich habe da einen Fahrer, der perfekt für deine Aufstellung wäre. Das ist schön. Jetzt nicht. Der Kandidat ist irgendwo in diesem Gebiet. Ah, einer aus der LPN, aus dem LPN-Club. Das ist, ey, das ist halt voll 2003, ist halt wirklich so ein Spiel, was sich nonstop mit Sachen zuwirft. Ey, das hast du das gemacht, dann mach doch das. Das ist so, du kannst eigentlich theoretisch bräuchst du eine Folge nie beenden, weil du eigentlich in der Folge immer wieder was Neues hast. So übel, die Frau. Aber na gut, ich nehme mir das ja nicht übel. Das ist ja das Geile, muss ich sagen, mit einem Spiel, dass du halt einfach so viel zu tun hast. Das ist halt echt feierbar. In 400 Metern rechts halten. Ich werde eh am Strand reinballern, einfach aus Prinzip, weil das mit dem Ding mehr Laune macht. Besser ist mir jetzt aufgefallen bei Part 4 von Slapfields Play, bin ich sogar auf dem Thumbnail drauf. Weil er da abgegangen ist, dass ich den Dodge Charger auf Blower umgebaut habe, also mit dem rausragenden Motor und sowas. Da ist er voll drauf steil gegangen, hat das Ding als Thumbnail genommen. Mega geil, feier ich hart. Danke dafür. Könnt ihr auch unbedingt mal bei ihm reinschauen, wenn es so ein bisschen mehr seitwärts gehen soll. Da ist er, denke ich mal, die Anlaufstelle auf jeden Fall. So, wir sollten eigentlich hier noch einen Fähigkeitspunkt zusammenbekommen, wenn wir es jetzt gut anstellen. Ich abgehakten Rennen sind die eigentlich noch auf der Map zu sehen. Na klar, doch, sind sie okay. Hier oben muss ich ja echt noch einiges abhaken. Ich habe echt kaum Rennen bisher gefahren. Ich komme irgendwie kaum dazu, Rennen zu fahren im Spiel. Ey, ist ein Rennspiel. Fährst du da viele Rennen? Nicht wirklich. Ich mache irgendwie nur Scheiße, aber das mache ich gut. Und Leute gucken's. Der ist aktuell in der Kuh. Hallöchen. Ups. Au! Der Soundtrack war jetzt halt der perfekte Einsatz, gerade jetzt hier neben dem Festival. Jetzt hörst du links von den Lautsprechern halt. Boah, ist natürlich die Musik hier geil. In 200 Metern rechts halten. Die Musik passt so geil zu dem Festival, jetzt mal kein Scheiß. So, dann bauen wir mal hier Byron Bay aus. Auf Stufe 3. Ich denke, wir alles gleichmäßig ausbauen. Und deswegen Byron Bay hängt ein wenig hinterher. Da müssen wir ein bisschen nachhelfen. Und wir kriegen eine Hüpfburg, verdammte Scheiße. Von daher brauchen wir eh nicht mal eine Hüpfburg. Wir haben Ausgaben für Werbung, Branding und Beschilderung verdoppelt. Und hör mal, ich kümmere mich um den langweiligen Kram. Du musst einfach nur nicht winken, wenn du vorbeifährst. Also irgendwie ist Kira echt schon mega unsympathisch, ne? Die Frau kann dir echt richtig die Stimmung verderben. Das ist echt atemberaubend. So, was darf ich mir denn auswählen? Achso, erstmal fortsetzen, sorry. Oh, ja, schöner Klassiker. Fiat 500, Abarth 595, BMW Isetta, Chevrolet Corvette, dazu ein 2000 Roadster, Fiat 124 Sport, Spider, Mazda, Cosmo. Alles Autos, die ich nicht so wirklich Bock drauf habe, muss ich sagen. Ja, dann nehmen wir eher den, ich muss sagen, von den einen finde ich den Fiat 500 dann irgendwie noch am, oder den Abarth 595 irgendwie noch am trägesten. Das ist nicht so meine Fahrzeugklasse, ich bin nicht so der Fan von diesen ganz alten. Deswegen nehmen wir den Abarth mal, komm. Gibt's da eine schöne Lackierung für? Pocket Rocket, ja, das trifft eigentlich echt gut auf den Punkt. Der Nürburgring-Aufkleber ist halt schon irgendwie ganz geil, muss ich sagen. Ich finde das auch in Gelb ganz geil.
Ach komm, weißt du was? Nehmen wir einfach. Ich will den Gelb mit dem Nürburgring-Aufkleber. Keine Ahnung, warum. Ich mag das Design irgendwie. Ist schön schlicht. Und so ein Aufkleber kann man immer draufpacken. So, und damit würde ich auch sagen, wenn wir den jetzt gekauft haben, sind wir auf jeden Fall raus für die heutige Folge hier bei Forza Horizon 3. Nette Anna wird gleich nochmal kurz quatschen. Ne, Kio wird gleich nochmal kurz quatschen wegen neuen Events, die wir jetzt hier um Byron Bay freigeschaltet haben. Wir müssen jetzt gleich nochmal wunderschön vorzählen, ne? Schätze ich doch mal. Wir können mit dem Aufkleber schon ein bisschen deplatziert, aber ist irgendwie cool. Auf eine positive Art und Weise deplatziert. So, wir gehen mal kurz nochmal raus, dass die nette Anna auch, ne, die nette Kio auch nochmal hier einen Gesprächsstoff hat. Weitere Sonderziele von den Location Scouts ausgemacht. Du weißt, was zu tun ist. Genau, Kira, das werden wir auf jeden Fall machen, aber nicht mehr in der heutigen Folge. Ich setze jetzt irgendeine Route hin, damit sie zufrieden ist. Komm, da, hier, Route. Und ich würde sagen, damit bin ich auf jeden Fall raus für die heutige Folge. Hier bei Forza Horizon 3. Wie es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns in der kommenden Folge wieder. Bis dann, ciao.